Hi ihr Lieben, heute gibt es den zweiten Teil aus Rerik zu sehen. Er erfährt von meiner Mutter Kindkur in einer Avosano-Klinik an der schönen Ostsee und bekommt ein paar Anregungen und Tipps. Also wo ich echt vorher Schiss vor hatte, das war um 7 Uhr beim Frühstück zu sitzen mit zwei Kindern, die gerne bis 7:45 schlafen und dann um 8:15 Uhr die Kinder die Betreuung zu geben und dann um 8:30 Uhr bei der ersten Anwendung zu sein. Aber da habe ich mir wieder umsonst Sorgen gemacht, denn die Seeluft hier, die macht meine Kinder müde. Es ist so easy, die ins Bett zu bringen. Also die Emily, die gähnt dann, ich lege die hin, Schlafsack, mache ein bisschen, packe den Schlafsack hier, ich komme dann später dazu und kuschel mich dran. Die schläft sofort ein und da Leon auch dann so 2 Stunden früher als zu Hause. Mami, ich bin müde, legt sich dann hinten hin und schläft. Und dementsprechend werden die auch eher wach als zu Hause. Das ist echt cool vom Timing. Also die Kinder, die werden so ungefähr so 7:30 wach. Dann habe ich mich vorher schon im Bad fertig gemacht und ziehe die dann schnell an, gehe mit denen runter zum Frühstück, kommt dann noch ordentlich Kohldampf und das klappt echt viel, viel besser, als ich dachte. Ja, eine nächste ganz wichtige Frage, wie ist das Essen hier? Es gibt auf jeden Fall immer reichlich, man wird satt, auch so regelmäßig, 7 Uhr, dann nochmal ab 11:30 Uhr bis 13 Uhr und abends um 17:30 Uhr bis 19 Uhr. Ja, und beim Frühstück gibt es da verschiedene Brotbelage. Es gibt Brötchen, Brot, Knäckebrot. Da ist die Auswahl ganz gut. Alle paar Tage gibt es dann auch ein Rührei und hin und wieder Pfannkuchen, irgendwelche Highlights und eine ganz besondere Müsli-Art gibt es dann hin und wieder mal, so ein Frischkorn-Müsli. Und Obst gibt es halt. Also so jetzt leider kein Obstsalat. Das ist, ich meine, es ist ja auch kein Hotel. Man darf jetzt auch nicht zu viel erwarten. Ne? Also wer sonst in 5-Sterne-Hotels geht, der könnte sagen, da war es besser. Aber ich finde, für so eine Kur ist es ganz okay. Äpfel, Birnen und Pfirsiche und Bananen liegen da. Kann man sich dann nehmen. Ja, mittags gibt es da noch immer ein Salatbuffet, an dem man sich bedienen kann. Die Hauptgerichte, die sind sehr häufig mit Tiefkühlprodukten hergestellt. Hat so geschmeckt, habe ich auch mal nachgefragt, das wurde bestätigt. Ja, mag nicht so ganz ideal sein, aber es gibt ja noch einen Salat dazu, dann hat man was Frisches. Und ganz ehrlich, also ich mache es einfach aus Faulheit zu Hause ganz oft, dass ich Tiefkühlfischstäbchen nehme, Tiefkühlreibekuchen. Ich mixe das da mit ein paar frischen Produkten. Ein bisschen mehr Auswahl als zu Hause hat man trotzdem. Und ja, beim Abendsbrot gibt es auch immer noch eine warme Sache dabei, zum Beispiel eine leckere Suppe. Hat für mich frisch gemacht, geschmeckt so, ne? Oder Nudeln gibt es dann nochmal. Und dann auch verschiedene Brotsorten, verschiedene Beläge, auch nochmal ein kleines Salatbuffet gibt es auch noch und Gurken, Tomaten, also sehr viele frische Sachen immer noch mit bei und für die Kinder auch ein Nachtisch. Heute haben wir Sonntag und heute gab es dann auch das Eis für die Kinder, also so Highlights sind immer dabei, ich bin ganz zufrieden. Getränke sind natürlich dann auch inklusive, außer Kaffee kostet glaube ich 1 Euro, so viel ich weiß, aber auch nur so zwischendurch. Morgens ist da glaube ich auch inklusive, aber ich trinke immer Tee und beim Tee gibt es da auch eine Auswahl. Dann kann man morgens und abends auch Sojamilch trinken, Milch, Kefir, laktosefreie Milch, gibt es auch große Auswahl. Mittags gibt es dann einfach nur Wasser und ungesüßten Tee, aber da bin ich auch zufrieden. Und morgens gibt es noch eine Apfelschorle oder Orangensaft und abends dann auch. Ne, Emily, du magst den Apfelsaft am liebsten, ne, Apfelsaft, der Leon auch, ne, ihr mit dem Apfelsaft. Beim Buffet ist das so geregelt, dass Kinder unter 10 Jahren sich nicht alleine was nehmen dürfen. Das war für Leon und mich die ersten 2, 3 Tage so ein bisschen so eine Herausforderung. Wir sind dann öfter mal in Kinderhotels, wo es dann so eine kleine Ecke für Kinder gibt. Leon liebt es nämlich, selbst zum Buffet zu gehen, sich selbst dann mal seine Milch dann aus dem Automaten zu ziehen oder so ein Wasser. Und ja, am Anfang, dann habe ich mir gedacht, ja okay, mit dem Essen, das kann ich verstehen, weil er dann was anfasst. Aber ja, so eine Milch aus dem Automaten, das stört doch keinen, habe ich ihn dann mal gelassen, wurde dann aber auch freundlich angesprochen, ob ich dafür sorgen kann, dass ich alles für den Leon hole. Ne? Ja, da mussten wir uns dran gewöhnen, hat dann aber auch ganz gut geklappt und jetzt sagt der Leon immer so ganz freundlich auch, Mami, ich möchte noch mal was haben, kommst du mit? Das hat er dann auch verstanden, ich habe ihm das erklärt und jetzt haben wir das auch dann geschafft.
Was ich hier ein bisschen schade finde, dass ich hier super, super herzliche und tolle Mütter kennenlerne, mit denen ich den Kontakt zwar über Facebook halten kann oder WhatsApp oder so, aber ich meine, nachher treffen, das macht man meistens dann doch nicht. Es sei denn, man ist dann irgendwo mal sowieso im Urlaub oder man wohnt in der Nähe. Aber ja, es ist ein bisschen schade, weil das wirklich wunderbare Frauen sind, die ich hier kennengelernt habe. Also mit 99,9% der Frauen verstehe ich mich sehr gut. So eine Mutterpolizei hat man ja immer dabei, die dann ein bisschen strenger ist. Ja, ich erziehe den Leon ein bisschen lockerer so, ja. Und dann kommt es schon mal vor, dass man da einen auf den Deckel kriegt. Aber sonst, ja, verstehe ich mich unheimlich gut. Sie sind mir alle ans Herz gewachsen hier. Ich bin hier die zweite Woche da und der Abschied wird auch schwer. Was auch für die Ostsee spricht, dass das Wetter hier relativ stabil ist. Also meine Wetter-App, die hat manchmal Sachen vorausgesagt. Da habe ich mir gedacht, oh nee, also so einen ganzen Tag Gewitter, ganzen Tag Regen. Es gab dann zwar auch Gewitter und Regen, aber immer kurz. Also das verfliegt hier schnell. Im Großen und Ganzen ist es hier wirklich stabil. Also ja, wenn die Wetter-App Regen sagt, hat man einfach mehr Sonnenstunden. Meistens ist es so, das haben ja auch Einheimische hier verraten. Also ich will jetzt nicht schuld sein, wenn ihr hier Urlaub macht und habt nur Regen, aber es ist ein bisschen besser als manchen anderen Stellen von Deutschland. Also wenn Deutschland, dann ist es hier, glaube ich, ganz gut und es ist echt schön. Also ich habe mich ein bisschen in die Gegend hier verliebt. Die Mütter haben meist so 2 oder 3 Anwendungen am Tag. Einige haben auch darum gebeten, ein bisschen weniger zu haben. Zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die muss so viel arbeiten, dass sie ihr Kind kaum sehen kann. Und die hat darum gebeten, dass sie morgens halt eine Sache halt hat und danach Zeit ihr für ihr Kind. Und das wurde auch berücksichtigt. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Behandlungen und Anwendungen verordnet gekriegt. Und am Wochenende ist es so, kleine Maus, muss auch mal was sagen. Und am Wochenende ist es dann so, dass man komplett frei hat. Da hat man dann, ist dann praktisch so Familientag. Also ich war jetzt zum Beispiel heute Morgen mit den Kindern am Meer. Und es ist viel, was man hier machen kann. Man kann sich Fahrräder ausleihen, man kann zum Hafen gehen. Das Salzhaf, das ist auch nicht weit entfernt. Und das ist halt einfach toll, weil die Kinder da ganz lang so reinspazieren können. Es ist nicht tief, ne? Also das geht erwachsen ungefähr bis zu den Knien, oder noch nicht mal. Und da kann man ganz gut planschen. Also das Salzhaf, das lieben alle Kinder. Hallo Emily, na, guck mal. Das ist das Zimmer, wo Mama und Emily schlafen, ne? Weil die Emily so kuschelig ist, kommt die Emily dann nachts auf Mamas Bauch, ne? Dann schläft die kleine Emily auf Mamas Bauch und der Leon hat hinten sein eigenes Zimmer. Wenn ihr jetzt Feuer gefangen habt und denkt, oh, ich will auch so eine Mutter- und Kind-Kur, dann schaut doch mal im Internet nach. Es gibt Beratungsstellen. Da könnt ihr euch kostenlos darüber informieren, was euch als Mutter zusteht. Denn ja, ich bin der Meinung, dass es auch gut ist, als Mutter auch mal an sich zu denken, weil man viel gibt, man leistet wertvolle Arbeit als Mutter. Und um weiterhin ausgeglichen zu sein, seine Kinder halt mit Liebe und Mitgefühl und auch Geduld entgegenzutreten, es ist auch wichtig, dass man regelmäßig mal was für sich tut, die eigenen Energie praktisch halt aufladen, die Batterien aufladen, ein bisschen auch Anregungen zu kriegen für Erziehung, für den Alltag. Und ich denke, das würde euch allen auch sehr, sehr gut tun.